herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in unserem RP-Projekt Real Farming Meets Reality mit dem lieben Volker. Moinsen, guten Abend. Ja, guten Abend, ne? Jo. Du musst mal ein bisschen aufpassen mit dem Baum da draußen, komm mal gerade mit. Hier auch. Also da müssen wir gerade mal gucken. Ich muss dir hier mal ein paar Bäume noch wegmachen. Den hier auf jeden Fall. Der steht viel zu nah am Haus. Den? Ja, warte, ich säge dir gleich um. Weil das gibt sonst... Auch. Da hast du sonst Probleme irgendwann mit dem Dach. Ne, den musst du eigentlich nicht. Doch, der hängt im Dach drin. Ja, okay. Den da. Und hinterm Haus war noch einer. Der ja, hier, der muss der. Unbedingt. Oh mein Gott. Dann mach du den lieber, bevor der auf mein Haus. Ja, lieber soll ich der Depp sein. Den gell? Hier. Ja, du hast glaube ich eine SMS gekriegt. Tatsächlich. Ziehst so. Du die nachher weg? Ich mach das dann. Ich wollte sie jetzt nur erstmal gefällt haben, nicht wenn jetzt ein Stürmchen kommt, dann hast du ja, ein Problem. Ja, ich ruf dir mal gerade an, ne? Jo. So. Ja, gleich noch ein paar Bäumchen abgesnackt hier. Die verkaufe ich alle mit. Alles mein Gewinn. So. Aber es geht ja um die Sicherheit, ja. Es geht ja um die Sicherheit vom Jürgen. So. So. Du. Also die Würstchen waren gut. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das waren original Thüringer oder so. Rostbratwürste. Ey, hammergeil. Was ein Geschmack. So, den dann noch. Und dann kümmere ich mich wieder um das Zeug drüben. Mal weg hier. Okay. Gut, dann mache ich hier mal weiter. Ein bisschen was geht ja noch drauf. So, vielleicht fährt er mal den Trecker dann weg. Ach, Mensch. Aber das sieht schon gut aus. Ich glaube, den Anhänger, den kriege ich heute sogar noch verkauft. Also den Inhalt. So, ich gehe mal gerade in CB-Funk. Na, vielleicht kommt da ja mal einer dazu. Oh, ich sollte mal Licht anmachen. So, inzwischen habe ich auch so ein bisschen... Warte mal, der Jürgen muss bei mir ja noch was bauen, fällt mir gerade ein. Meinen Vorgarten wollte ich ja noch haben. Das könnte er schon mal morgen machen. Bevor er oben da bei der Stadt anfängt. Darf er erstmal bei mir noch ein bisschen was schaffen.
Ey, wir werden so reich werden mit dem Holz. Ich glaube, das wird nicht der letzte Auftrag, wo die der Eigentümer sagt, wir dürfen das Holz behalten. Und es alle lästig finden. Schieb die gerade mal auf eine Höhe, vielleicht kriege ich sogar beide weg. So. Wäre nämlich krass, wenn ich die zu zweit kriege. Muss ich einmal weniger fahren. Also zweimal weniger, wenn ich beide Teile davon so kriege. Hallo. Hallo. Danke. Ja, Auto. Wo soll ich das hin tun? Das klären Sie mal bitte mit dem Jürgen Racex. Oder, ja. Weil, das war ja eigentlich seins. Ich hätte ihm das abkaufen können. Hm? Hab mich jetzt aber dagegen entschieden. Okay. Vielleicht will er das gar nicht mehr, will er das gleich wieder exportieren oder er benutzt es als Firmenfahrzeug. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Frag ihn mal. Okay. Gut. Ciao. Ciao. Ach, verdammt. Oder? Ja, servus. Jo, noch gerade was mit dem Harry Hofer geklärt. Hat sich auch so ein Haus bestellt wie du. Ah. Was hat das bei dem gekostet? Genau das gleiche wie bei dir. Ah, das sind ja so Fertigdinger, gell? Ja. Kann man mit dem Preis wenig jonglieren. Ah, kann man wenig jonglieren, das stimmt. Aber ich überlege gerade, hast du mir eigentlich? Wie viel habe ich gezahlt? Das meine ich gar keinen Rabatt gegeben, ne? Doch, 5.000. Ja. Der, ich meine, das kostet knapp 6.000. Ich hatte dir Rabatt gegeben, meine ich auf jeden Fall. Okay. Na ich glaube, das war 6.000 oder 7.000. Ich weiß bist ja hier mit dem Auftrag, bist ja. Sind wir auf jeden Fall wieder eben. Hatte ich eigentlich der Hans-Peter angerufen? Achtung, ich fahre da. Nee. Der wollte wissen, was er jetzt mit dem Auto machen soll. Ich habe ihm gesagt, ich habe keinen Bedarf mehr und eigentlich gehört es dir. War dann nicht über die Bäume? Das welches Auto? Na, der Dodge. Ach, von dir? Ja, aber ich habe ja gesagt, den wollte ich ja eigentlich kaufen, aber das mache ich jetzt doch nicht. Also von dem her. Warte doch, Mann! Wenn du willst, kannst du den behalten. Also, du kannst ihn ja auszahlen. Der, aber der läuft sowieso ach, über dich. Der ist auf dich zugelassen. Ja, also soll ich ihn zurückgeben? Ich habe ihm gesagt, der läuft über dich. Der hat im GPS, im Fahrzeugschein auch einen Brief nachgeguckt. Was mache ich denn hier? Irgendwas backt gerade rum. Er hat im Fahrzeugbrief nachgeguckt, der ist sowieso auf dich zugelassen. Was soll denn das jetzt? Das nervt was? Keine Ahnung, der Baum, der hängt. Ich weiß gar nicht, weshalb du da schon rummachst, wieder da. Muss ich erstmal feiern, sauber machen. Machen tue ich gar nicht. Du kannst mal den Anhänger ein bisschen herstellen. Kann ich machen. Unbedingt was zu arbeiten brauchst. Ja, dann rufe ich den Hans an. Und dann sage ich ihm, er soll das zurückgeben. Kann das ja holen, hat er auch mal was zu. Oder ihr. Warte mal. Umbuchen auf dein Konto, das er dir gehört. Nee, wie gesagt, ich habe im Moment keinen Bedarf.
Also ich bin... Warte kurz. Wenn du mir jetzt den Anhänger unter dem Frontlader wegziehst, dann... Ah, du hast noch ein Schloss drauf. Gibt mir noch gerade den Schlüssel davon. Oh ja. Warte. Jo. Ja. So, jetzt hast du. Ah ja. Schafft ein Traktor das überhaupt zu ziehen, das Ding hier? Ja, das hoffe ich mal. Und jetzt fährst du mal mit dem großen Traktor vom Bauhof. Ey, du solltest den anderen herbringen, nicht wegstellen. Du musst ja genauso weit fahren. Ich kann den nur noch weiter darüber bringen. Warte mal kurz. Aus dem einen Stamm muss ich sowieso gleich nochmal verladen. Hier. Der guckt vorne raus zum Gitter, der ist nicht gut. Ja, einmal einmal rumziehen, dann passt. Ja, ich glaube, ich muss nochmal kommen morgen. Ja. Ja. Ich habe ja hinten die vier Bäume an deinem Haus liegen. Meinst auch noch. Nächste Woche. Nächste Woche, ja. Ja. Wochenende, ich wollte gerade sagen, ja, Wochenende wird nicht gearbeitet. Ja, hast du recht. Ja. Also nur Privatarbeiten durchgeführt. Ja, ein bisschen Schwarzarbeit, weißt du. Ja. So, wo willst du denn hinhaben? Ja, so ist gut. Ich fahr den sowieso gleich runter zum Sägewerk. Die haben gesagt, die nehmen den noch an. Heute. Ja? Ja. Ja, aber musst du gleich mal ausprobieren, ob du den gezogen kriegst. Ja, es wird schon gehen. Drehmoment, Kollege, nicht PS. Ah, das will ich sehen, ob du den gezogen kriegst. Hier steht übrigens ein Baum schief, ne? Siehst du das? Ein was? Hier hinten, hier ist noch ein Baum. Der ist, der liegt noch. Also der steht hier noch, aber der ist schon gefällt. Okay. Welcher? Hier, der, wo ich stehe. Wo stehst du denn? Hier, hinter dir. Welcher? Hier, der. Der da? Dann warte, ich kipp den gerade mal um. Hier, ich fall den auch noch. Kannst du auch noch haben. Alle hatten mir nicht gefällt. Hier sind auch noch zwei, drei. Ist dir den jetzt noch eingefällt? Weil der ist auch nicht gefallen. Ja. Achtung! Geh mal auf die Seite. Jo, ich bin auf Seite. Der will nicht. Jetzt kommt er. Gut. Aber wie gesagt, ich muss schnell runter zum Sägewerk. Sonst machen die Zoch vielleicht zu. Dann habe ich Pech gehabt. Ja, 21 Uhr oder was noch nicht so, ne? Okay, ne Ahnung. Also sie haben gesagt, sie nehmen den auf jeden Fall noch. Von dem her. Hänger ist ja eh voll. Jo, sieht gut aus. Oh, ich zuckel mal los, gell? Also, bis dann, erstmal. Jo. Bin mal ein bisschen raus aus dem CFB-Funk. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen heute. Ja? Jo. Bis dann. Okay. Jo. Wenn was ist, ruf an. Jo. Jo, ciao. So, Alter. Die ganze Zeit hier dieses Summen im Ohr, das ist nicht so schön. Dann fahre ich mal. Ich glaube, hier hat er gemeint, da neben der Halle, da soll ich Platz machen für den Tobias Knoll. So, aber das ist schon mal gut. Dann kommt unser erstes zusätzliches Geld rein. Ich weiß gar nicht, wieso wir so viel Geld subventioniert haben. Die Biobells muss ich noch tauschen. Die gehört der Stadt. Biobells. Ich kann ja. Frontlader muss ich noch tauschen. Äh,
Das war's dann, glaube ich, schon. Alter. Hat's aber geknallt, ey. Frontlader und das Gewicht. Das ist das, was ich noch tauschen muss. So. Aber wie gesagt, ich fahre mal kurz runter zum Sägewerk. Ich hoffe mal, dass mir die Zeit reicht. So. Ich muss nämlich unbedingt mal Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier versteuern muss. Eigentlich muss ich das, was ich vom Hofer gekriegt habe, das muss ich eigentlich versteuern. Vom Sepp Hans. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Doch, vom Sepp Hans habe ich 5,5 gekriegt. Da muss ich 20% an. Ne, 10%. Also 500 an die Stadt überweisen. Das mache ich gleich nochmal. Ich muss hier, ach doch, hier geht's rein. Oh, da liegt noch ein Baum. Aber der kam nicht von mir. Alter, das ist, also ich muss sagen, der Steier, der ist schon ein bisschen schwach auf der Brust. Mal. 54.000. Alter, das Sägewerk hat aber zugelangt, ey. Heftigst. 54.000. Das darf ich keinem erzählen. Alter. Krasser Scheiß. Gut. Aber das soll von dieser Folge gewesen sein. Ihr seht, es lohnt sich, Förster zu sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und bis Montag. Schönes Wochenende euch, haut rein, macht's gut, ciao.